Auf der Überholspur nach Fulda. Guten Tag, ein ICE 3 Richtung Fulda wird in Kürze ankommen. Sie werden diesen Zug übernehmen und nach Fulda fahren. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Sim World 3. Der Danny spielt das. Wir werden heute einen Zugdienst übernehmen, der, sage ich mal, ein wenig anders enden wird als gewohnt. Und schauen wir mal, was uns hier so erwartet. Hier ist auf jeden Fall schon reichlich was los. Dort steht noch ein ICE 1, dürfte das sein. Und regnen tut es auch noch. Na wunderbar, der fährt auf jeden Fall, ja, steht nicht dabei, ist auf jeden Fall der ICE, ja, was steht da für eine Zahl? 587? Mit Sicherheit, ne? Unser Zug wird hier gleich einfahren. Wir befinden uns übrigens in Kassel-Wilhelmshöhe. Und werden wir schauen, was uns jetzt hier so erwartet und was uns überhaupt im Szenario so erwartet. So, müssen wir hier nicht auf die Gleise laufen, das wäre jetzt eher schlecht. Unser Zug kommt hier so langsam reingefahren. Warten wir einfach mal, weil er wird mit Sicherheit ein Stück noch nach vorne ziehen. Das heißt, wir brauchen gar nicht so weit laufen. Und die Leute laufen hier mit dem Regenschirm in der Hand. Laufen mitten durch den Ring, ohne dass er aufgespannt ist. Naja. Und die warten wahrscheinlich genauso wie ich auf unseren Zug. Da kommt er langsam reingefahren. Wunderschön. So, das ist der ICE 587 Kassel-Wilhelmshöhe. So, dann sollen wir uns jetzt in den Zug begeben, das werden wir tun. Schon dreckig, oder meine ich das nur? Sieht irgendwie dreckig aus. Naja. So, Stufen hinaufsteigen. So. Dann begeben wir uns mal zu unserem Arbeitsplatz. Aber erst machen wir mal die Tür zu. Und Zugsicherungssysteme einschalten. Das ist ja das oberste Gebot. So, fürs erste Diefer einschalten. LZB ist eingeschaltet. PZB ist eingeschaltet. Wunderbar, dann ist ja eigentlich alles soweit fertig. Dann können wir uns auf unseren Sitz setzen. Zack. Stellen Sie den Richtungswender auf vorwärts. Aber ist doch noch gar nicht. So, muss ich aber gleich. Ne, ist doch eingeschaltet. Okay. Stellen Sie auf beide schließen. Nein, nicht öffnen. Zug der Einflüsse. DB gesperrt. DB gesperrt. Ah, ist echt nicht einfach. So, jetzt. Schließvorgang eingeleitet. Wunderschönes. Wunderschön. So, Türen sind geschlossen, aber fällt mir gerade was ein. Nein. AFB. So, AFB ist eingeschaltet. Bringen Sie den Kippstart PZB in gedrückt in. Ja. Zug der Einflüsse.
erhöhen Sie die Leistung, um fortzufahren, beziehungsweise um loszufahren. Aber müssen wir noch die Scheibenwischer anmachen. Und zwar unregelmäßig. So. Dann würde ich sagen, sind wir bereit zum Abfahren. Auf geht's nach Fulda. Wir lösen die Bremse. Und erhöhen natürlich auch die AFB. Und erhöhen die Leistung. Nächste Station, Fulda. So, dann dürfen wir gleich schon auf 140 beschleunigen. Bereits im LZB-Modus. Oh, Sie fahren natürlich. Selbstverständlich. Endlich regnet es, kann man da nur sagen. War lang genug die Dürre. So, jetzt geht's nonstop nach Fulda. Wunderbar. Um Himmels Willen. Ich fahr um Gottes Willen. Leute. Sieht doch schon ganz anders aus. Wunderbar. Fahre ich hier ohne Spitzenlicht durch die Gegend? Ich glaube, ich spinne. Böser, böser Fehler. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die LZB hier nicht mitmacht. Die ist doch gar nicht eingeschaltet. Da
verstehe ich nicht. Sie fahren Zwangsbremsung. Oh, nee. Sie fahren Zwangsbremsung. Sie fahren Zwangsbremsung. Sie fahren Zwangsbremsung. Sie fahren Zwangsbremsung. Ganz schnell wieder hinsetzen. Sie fahren Zwangsbremsung. Ach. Sie fahren Zwangsbremsung. Nix Zwangsbremsung. Nix, nix, nix dergleichen. Jetzt aber. Meine Güte. Verstehe ich nicht. Jetzt sind Bisse eingeschaltet. Muss man nicht verstehen. Ich verstehe es nicht. Ah, wir waren noch nicht drin. Ich wollte doch sagen, ich habe die doch eingeschaltet. Beziehungsweise die war ja eingeschaltet. Jetzt ergibt es Sinn, okay. Ja, ich habe gedacht, wir waren vorher schon drin, weil ja das Kabel schon verlegt war. Und da habe ich eigentlich gedacht, der ist von Anfang an in der LZB. Aber wahrscheinlich waren wir noch nicht schnell genug. Ich meine auch zu wissen, dass die LZB erst ab 160 km/h greift. Ihr könnt mich da gerne aufklären, aber ich meine, greift erst ab 160 km/h. Und da wir da ja gerade noch drunter waren, ich denke, dass es daran gelegen hat. Naja, egal. Jetzt sind wir in der LZB. Das ist schön. Da bin ich ja mal gespannt, was uns jetzt noch so widerfährt auf der Fahrt. Das Wetter ist ja nicht das Beste. Ich könnte jetzt natürlich in den Ablaufplan schauen, aber das würde ja die Spannung nehmen. Ich lasse mich lieber überraschen.
wunderschön. Wunderschön. Da tut sich wieder was. Null. Aha. Das heißt, jetzt ist null wieder weg. Okay. War wohl zwischenzeitlich ein rotes Signal. Für ein paar Sekunden. Gespannt, wie das Szenario, was das Szenario noch so beinhaltet. Also ich habe ja die Beschreibung gelesen und bin gespannt, wann es passiert und wie es passiert und vor allem, was passiert. Was auf jeden Fall passiert ist gestern Nachmittag, ich glaube, ihr habt es gehört, da kam man ja nicht dran vorbei. Die Queen of England, of Great Britain, ist verstorben. Mit 96 Jahren, nach 70 Jahren Thronregentschaft. Da kann man nur sagen, mein Beileid der royalen Family. Und ja, möge sie in Frieden ruhen. 70 Jahre, ein und dieselbe Königin. Mein lieber Mann, davon können manche Staatsoberhäupter nur träumen. Die werden das niemals, niemals erreichen. Jetzt bin ich gespannt, wie lange der Prinz Charles das Zepter in der Hand hält, bevor dann endgültig William an die Macht kommt, hätte ich schon fast gesagt. Aber so wirklich Macht haben die ja nicht. Das ist ja mehr so repräsentativ, was die dort ausüben, ähnlich wie unser Bundespräsident. Und schauen wir mal, wie nahbar er dem Volk, dem englischen Volk sein wird. Er will es ja besser machen als seine Mutter in der Hinsicht, obwohl man seiner Mutter eigentlich, soweit ich das beurteilen kann, nichts Großartiges vorwerfen kann. Sie war halt unnahbar. Aber vielleicht braucht man das auch für dieses Amt, für dieses... Ja, kann man da überhaupt Amt sagen? Ich weiß nicht, wie man das schimpft. Ich weiß nur, dass unsere LZB uns gleich auf 200 runterbremst. Und ich gespannt bin, wie dieses Szenario sich entwickeln wird. Der Regen wird auf jeden Fall, so habe ich zumindest das Gefühl, stärker. Also es regnet schon ganz schön ordentlich. Was ist jetzt los? Die LZB hat ein Problem bei übertragenen Daten entdeckt. Nutzen Sie die angezeigte Steuerung, um die Warnung zu bestätigen und das System zurückzusetzen. Ach Gott, was geht denn jetzt ab? LZB übertragen, Freitaste. Freitaste? Was ist das denn? Zwangsbremse. Zum Schluss werden wir jetzt den Kipptaster PZB freidrücken, um die LZB zurückzusetzen und anschließend mit unserer Reise fortzusetzen. Aha. Sie stehen jetzt nicht länger unter LZB-Überwachung, können den Zugdienst fortsetzen. Bleiben Sie aufmerksam und achten Sie auf die Lichtsignale während Ihrer Reise. Na, sauber, die LZB ist abgeschmiert. Das heißt, warum bremsen wir? Wer ist die Zwangsbremsung? Warum bremsen wir? Weil wir auf 85 runter müssen.
Abbremsen unter 85 km/h, Signal und Fahrplan beachten. Oh, es geht schon los. Es geht schon los mit unserem Problem. Das Szenario hat nicht zu viel versprochen. Jetzt werden wir erstmal auf 100, auf 85 gebremst oder auf unter 85. Dann mal schauen, was passiert. Ob wir überhaupt bis nach Fulda kommen oder ob wir überall irgendwo auf freier Strecke stehen bleiben. Oder im nächsten Bahnhof. Es sind immerhin noch 67 Kilometer. Also jetzt bin ich echt gespannt, was jetzt passiert. So, das haben wir uns erstmal befreit. So, Bremsen sind gelöst. Das heißt, wir werden jetzt mal auf 85 gehen. Nein, 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 das ist zu viel. 80, so. Fahrschalter an. Und bekommen wir keine Leistung mehr. Jetzt hat die LZB wieder. Oder wie? Blick hier nicht mehr durch. Bekommt keine Leistung mehr. Ah, endlich. Die AFB hat den Schaden. Machen wir mal 200. So, schauen wir mal, wie es überhaupt weitergeht jetzt hier. Die LZB scheint sich wieder gefangen zu haben. Schauen wir mal, was uns noch so erwartet auf dem langen Weg nach Fulda. Ich bin echt gespannt, ob wir ankommen. Meine Güte. Aber was niemals eine Störung hat, ist die SIFA, ne? Die arbeitet durch. Alle 30 Sekunden. Also es ist mit Sicherheit nicht von ungefähr, dass wir da keine Zeitangabe haben, wann wir ankommen sollen, weil... ich wage mal den weiten Blick aus dem Fenster, dass das mit Sicherheit noch nicht alles war an Störung. Das wäre zu einfach. Es sind noch 60 lange Kilometer. Der Regen hört nicht auf. Gespannt, ob wir noch ein Gewitter kriegen. Wenn noch irgendein Blitz in eine Leitung, eine Oberleitung einschlägt, dann ist sowieso Schluss.
das Szenario verspricht einiges an Überraschungen. Doch kein einziger Gegenzug, ne? Kein einziger bis jetzt. Wir sind ziemlich alleine auf der Strecke. Will gedrückt werden, auf jeden Fall. Also es ist ja wirklich nicht aus der Luft gegriffen, dass so ein ICE oder überhaupt ein Zug auf Strecke liegen bleibt, weil irgendwas wegen technischen Problemen, gerade bei Elektrozügen, wenn da irgendwas mit der Oberleitung nicht stimmt, dann bleiben die gerne liegen, weil ohne Strom fahren die nicht, logischerweise. Und wenn da irgendwie der Blitz oder so in die Oberleitung einschlägt, dann ist ganz, ganz schnell Schluss. Und dann heißt es entweder Schienenersatzverkehr oder wenn es mitten auf der Strecke ist, Ersatzzug. Und dann heißt es umsteigen für die Fahrgäste. Mir ist das Gott sei Dank noch nicht passiert. Aber ich stelle mir das nicht besonders schön vor als Fahrgast, wenn man da auf freier Strecke strandet. Erstmal wieder auf Reisegeschwindigkeit. Steht hier irgendwo, was der fahren darf? VMAX 330. Ja, da bin ich mal gespannt, ob er den mal irgendwann ausfährt. Ey. Ah, die 250 sind anscheinend erstmal vom Tisch. Nee. Bitte mal die AFB dahin steuern. Stehen wir jetzt eigentlich unter LZB-Beeinflussung oder nicht? Laut Meldung stehen wir ja nicht mehr drunter. Das würde auch erklären, warum wir nicht entsprechend automatisch auf 250 geleitet werden, hochbeschleunigt werden. Hier steht ja LZB. Mal abwarten. Mal abwarten, was noch so passiert. So, jetzt haben wir erstmal wieder rot irgendwo. Ne, jetzt doch nicht. Die Signale können sich nicht entscheiden. Oder wir kommen in meinem richtigen Moment, dass es dann direkt auf grün springt. Das kann natürlich auch sein.
Also irgendwie juckt es mich in den Fingern nachzuschauen. Im Plan. Aber irgendwie will ich es auch nicht, weil dann ist die Überraschung einfach weg. Also warten wir einfach ab. Ich denke mal, es sind jetzt noch so gut 10, 15 Minuten. Dann sollten wir eigentlich in Fulda sein. Das ist noch 50 Kilometer. Die sollten wir bei knapp bei 250, die wir hoffentlich gleich mal fahren, eigentlich in 10, 15 Minuten schaffen. Wenn nichts mehr dazwischen kommt, vorausgesetzt. Im Moment kommt man noch nicht so wirklich aus dem Pushen. Das haben wir erstmal eine Beschränkung. Von 100. Das heißt, die LCB ist auf jeden Fall aktiv. Also die Strecke von Kassel nach Fulda, beziehungsweise dann auch nach Würzburg, ist ziemlich bergauflastig. Fällt mir gerade mal so auf. Wieder 0,4% Steigung. Vorhin haben wir die ganze Zeit 1,3%. Also ist schon ziemliche Steigung, was hier herrscht. Oh Gott. So, jetzt haben wir endlich mal Gefälle. Kommen wir auch auf Geschwindigkeit. Meine Herren. Habt ihr auch solche Probleme bei manchen Sätzen? So, endlich kommen wir mal in die Nähe von 250. Wunderbar. Jetzt muss die automatische Bremse schon eingreifen, die LZB, weil wir wahrscheinlich durch das Gefälle von 1,3% zu schnell werden würden. Deswegen wird jetzt hier automatisch abgebremst. Das ist jetzt schon wieder kaputt. Die LZB hat erneut eine Störung gemeldet und es ist nicht sicher, den Zug weiterzufahren, während diese noch aktiv ist. Wir müssen diesen Zug zum nächsten Nebengleis bringen und dort das System manuell deaktivieren. Ja. Ich war mir fast sicher, dass da noch was kommt. Das wäre sonst so einfach gewesen. So, jetzt werden wir erstmal wieder komplett gebremst hier auf unter 85. Es dreht wieder alles am Rad. Um Himmels Willen. Ich wusste es. Anhalten in Kirchheim. Ah ja. Jetzt ist es zu spät. Ja, so kann es gehen, ne? Ganz normal aus. Ganz normaler Bahnalltag. Mal gespannt, ob wir dann von dort aus noch weiterfahren dürfen. Oder ob unser Szenario in der Kirchheim endet. Bin ich echt mal gespannt.
Ich würde sagen, unser Zug hat eine Störung. Muss ich den jetzt überhaupt machen hier? Freitaste. Warum hört es nicht auf zu piepen? Oh. Wir bleiben gleich stehen. Oh, Leute. Wir haben keinen Vortrieb mehr. Erstmal die AfB raus. Willst du es bis zum nächsten Bahnhof kommen? Beziehungsweise zum Nebengleis. Gepiepe geht mir dermaßen auf den. Naja. Aber ich kann es jetzt gerade auch nicht ändern. Es hört normal nicht auf. Ich kann es nicht ändern. Man müsste jetzt gerade leider durch. Ich muss es ja auch. Herrlich das Gepiepe, oder? Wunderschön. Ach, traumhaft. Es tut mir leid, aber ich kann es gerade nicht beheben. Da müsst ihr jetzt noch 2,5 Kilometer durchhalten. Ich kann leider erst in Kirchheim die LZB manuell deaktivieren, solange Piepzeit. Ob das in Wirklichkeit auch so ist? Der arme Lokführer, bzw. Triebfahrzeugführer in diesem Fall. Wir haben es gleich geschafft. So, hier ist das Nebengleis. Da
Da werden wir hoffentlich die nervige LZB abstellen können. Ist ja grausam. Mann. Ja, halt doch an, Mann! Bringen Sie den LZB-Isolierschalter in die Isoliertstellung. Jetzt, da der Zug angehalten hat, können wir die LZB ausschalten. Gehen Sie zum Schaltschrank und isolieren Sie das System. Das werde ich auf jeden Fall machen. Weil das geht mir nämlich tierisch auf den Nerv. So, schauen wir mal. LZB, Tifa. Setzen Sie sich. Gute Arbeit, die LZB wurde isoliert. Hier werden Sie unter PZB-Überwachung stehen. Sobald Sie bereit sind, fahren Sie weiter. Ja. Bin bereit, aber hoffentlich hört das Kipipi jetzt endlich auf. Warum hört das Piepen nicht auf? Das ist ja grausam. Sorry, aber ich weiß nicht, warum das Piepen nicht aufhört. Kann ich euch nicht sagen. Ob es dazugehört, kann ich euch wirklich nicht sagen. Sorry, kann ich gerade nicht beheben. Tut mir wirklich leid, aber ich weiß nicht, woran es liegt.
Irgendwas haut doch hier überhaupt nicht hin. Warum geht das nicht weiter? Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Jetzt ab hier. Sorry Leute, aber läuft hier gerade komplett alles aus dem Ruder. Bleib mal kurz stehen und dann versuche ich das irgendwie auszukriegen. PCB ausschalten, nochmal einschalten. Vielleicht hilft das, weil das ist ja schlimm. Ist ja wahnsinnig, ey. Ich muss mal kurz hier einen technischen Defekt beheben. Ja, bleib doch stehen. Hoffentlich geht das Gepiepe weg. Boah, das ist ja schlimm, ey. Kann man hier nicht irgendwie die Batterie ausschalten? Ich drehe noch durch heute.
Mein Gott, gibt's doch gar nicht. Muss doch irgendwie hier. Sorry Leute, aber irgendwie gibt's hier gar nichts mehr. Tja, was soll ich sagen? Ich hab's versucht. Ne? Ihr habt's gesehen, aber ich kann nichts machen. Die AfD geht auch nicht weiter. Ist doch zum Kotzen, Leute. Also ich denke, ich werde das Szenario gleich hier an dieser Stelle beenden, weil das hat ja nichts mehr. Ist ja grausam. So, ich beende das hier, weil das ist schlimm. Irgendwo ist da ein Fehler, ein Bug oder so, ich weiß es nicht. Wenn es euch dennoch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, servus und tschüss. Bis dahin. Euer der Danny Spieters. Bye, bye.